Ja. Gut, was haben wir denn noch? Machen wir jetzt das Storm Eagle. Ja. Genau. So. So muss es sein. Ich mag den Storm Eagle. Der ist auch einer der, interessanteren Charaktere. Sieht auch stylisch aus mal wieder. Und sein Theme, ich liebe dieses Stage-Theme. Ah. Ja, wenn das nicht toll ist, Leute, dann weiß ich es auch nicht. So, da muss ich jetzt einfach nur mal machen, just for fun. Das wollte ich nämlich mal testen. Ha! Nein, gut, da kann man nichts kaputt schießen. Also, gehen wir den normalen Weg. Geh du weg da, ich will auf die Plattform und gut ist. Huh! Scheiße, Plattforming, oh mein Gott. Da werde ich ja elendig verkacken mal wieder. Huh! Oh, da wollte ich gar nicht hin, oder? Doch, da wollte ich hin. So, das machen wir aber auf die billige Art. Ich habe keine Lust, hier den Flame zu benutzen. Zzz. Das war, glaube ich, nicht das Gewollte. Ich glaube, eins tiefer dann. So, genau dahin. So, flame mal doch mal ein bisschen rum, würde ich sagen. Oh, das war auch nicht das, was ich jetzt im Kopf hatte. Okay, das kommt dann noch. Naja. Ist das unter uns ein Flughafen? Das ist definitiv ein Flughafen. Gehst du weg? Nein! Du Arschgesicht! Wah! Scheiße! Lass mich hoch da! Mann! Ist ja nicht wahr. Schon fast gefailt. Das will ich ja definitiv nicht. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, und am höchsten Punkt. Ciao! Ein Herz. Yay, ein Herz für Mega Man. So muss es sein. Gehst du kaputt hier? Wie auch immer alles wieder respawnt, ne? Weg mit dir und definitiv weg mit... Oh, da ist noch einer. War das hier das, was ich meinte? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, da waren wir noch nicht. Gut. So, auffüllen, klar. Bzz, 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 bzz. Ach, Mann, das ist auch nur für einen Tank gut. Naja. So, hoch da. Ah, du Saugesicht, gehst du weg hier? Mann, 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 Mann. Irgendwo sind Grenzen. Haben wir da noch was? Nope, hier war es nicht. Gut. Ja, lass mich da hoch. Ah. Oh nein, da ist wieder so ein Raketenbot, der zu nichts kommt. So, hier war nämlich noch irgendwo ein Rucksack oder ein Herz. Nein, irgendwas war hier noch. Ich weiß aber nicht mehr wo. Das kommt hier vorne irgendwann. Gehst du weg hier, du Flamethrower. So, wir brauchen nämlich deine Plattform. Ich glaube, ein Rucksack war es dann doch. Ah, da haben wir ihn auch schon. Der guten E-Tank. So, und zack. Da fühlen wir uns doch gleich gut. Yes, was ist mit dir? Warum? Ach so, um hier alles kaputt zu machen, um Effekte zu zeigen. Ja. Da oben war, glaube ich, aber nichts mehr. Nein. Ja, das ist aber fies, das, ja? Zack, Gesicht hier. Oh, da ist frei. Cool. Na dann. Hoch geht's und na. So, direkt Platz machen, damit wir auch schön weiter können. Immer. So, war es jetzt hier? Nein, war es nicht. Okay, shit. Aber das kann man ja alles regeln. War es hier? Nö, da war es auch nicht, glaube ich. Es war weiter rechts. Naja, müssen wir immer noch... Ah, scheiße. Müssen wir hier vorbei. So, und hopp und hopp und... Ah, da ist noch eins, verdammt. Aber ich glaube, dahinter wäre... Aber ich riskiere den Sprung jetzt mal nicht. Ist noch ein gewisses Stück. Ja, dann wäre ich nämlich ins Leere gesprungen. Muss ja dann doch nicht sein. Komm. So, ah, da haben wir es. Gut. So, und dann hopp und hopp und hopp. Geh kaputt. Ah. Na los, mach schon Bumm. Na los. Ah, ah. Das ist doch dangerous. Yeah. Ah, ein Leben. Okay. Ah, ich wusste nur noch, irgendwas war da. Hua. Wir nehmen natürlich alles mit, soweit das geht. Auch ich liebe diese Musik. Hoch da, hoch da, hoch da. Ja, wo gehen wir lang? Erstmal, ah, da oben haben wir noch ein Leben, glaube ich. Hä? Ja, genau. So, und dann einmal das Helmchen wegmachen. Das lassen wir mal jetzt mal... Ja, du, hör auf zu lachen. Ah, du Saugesicht! So, komm. So. Nehmen wir natürlich alles mit. Haben wir da unten noch was? Nö, lassen wir gut sein, okay. Na, vielleicht droppt ihr ja noch ein bisschen Energie vielleicht mal so. Hä? Ja, willst du? Ja, nein, will nicht. Okay. Dann halt eben nicht. Wir kommen auch ohne klar. Was haben wir denn jetzt? Oh mein Gott, abstürzende Plattform.
Und jetzt sind wir auf einem Flugzeug angekommen. Oh, das war ein bisschen früh. Ihr seht, es... Ah, verdammt. Es steigt. Während wir hier, naja, nicht steigen. Wir sind eher am Schaden kassieren. Aber wird schon passen. Wir haben es ja nur mit dem Igel zu tun. So. Da machen wir natürlich alles erstmal kaputt hier. Ja, so muss das sein hier. Das gefällt dem Storm-Igel natürlich überhaupt nicht. Und er will uns hier direkt die Leviten lesen. Ach so, ja gar nicht, mein Freund. Da kriegst du direkt ein bisschen was reingedrückt. Und, was macht er? Ah, Schande. Oh, das war übertrieben. Na egal, wird schon alles gut gehen. Hör auf, hier so viel Wind zu machen, mein Freund. Komm schon, du siehst doch, dass wir dir nur reindrücken, ey. Mach was anderes, mach was Neues. Höh, nicht das! Mann. Ja, mach dein Fliegen hier. Ja, so ist das richtig. So muss das gemacht werden. Verdammt, falsche Richtung. Oh, jetzt sind wir nicht gerutscht. Shit. Oh, da war ich ein bisschen langsam. So, komm, mach was. Oh, ich war schon wieder sau langsam. Wie alle Schüsse in die falsche Richtung losgehen. Ah, jetzt kommt er. Ich glaube, er kotzt seine Babys. Jupp. Huh, da hat einer überlebt. Oh nein. So, hier. Komm. Noch ein richtiger Schuss in die Fresse. Piu. Ja, wunderbar. Ja, da freut der Megaman sich. Ja, da. Okay. Ja, den, wie heißt das Ding eigentlich? Irgendwas. Storm Tornado, genau. Jetzt können wir so einen kleinen Tornado schießen, wie er es einmal gemacht hat. Genau das da. Tja, warum nicht, ne? Danke für den Code, den brauchen wir natürlich. So, dann widmen wir uns jetzt... Ja, wem widmen wir uns denn? Wem widmen wir uns? Ich weiß es nicht. Spark Mandrill? Armored Armadillo? Au. Na, wir gehen jetzt zu dem. Der ist ein bisschen anspruchsvoller als die anderen. So, komm her. Da Boom Kuvanga. Bist du ah, der Boomer Kuvanga, shit. Das Skorpion, so. Ah ne, das Skorpion ist ja am zweiten. Ach ja. Oh, die Musik, die geht mir auch so übel ab. Also das kommt direkt nach... Obwohl, ich kann es nicht einordnen, ob es wirklich jetzt vor Spark Mandrill kommt oder danach. Das ist nicht so easy. Komm, schmeiß die Kelle. Ach du Gesicht. Dann halt eben so. Mit dem Kopf durch die Wand. So, und dann heilen wir uns an dir. Ja. Ah, das Ausweichding, shit. Da war ja was. Egal, Giwanimo! Yee! Alles gut, ach da kommen... Oh, stimmt, da ist ja das mit dem Alarm, glaube ich. Ach, egal. Doch nicht egal, hä? Whee! Ja, die Dinger würden dann auf uns schießen, aber die treffen eh nicht, also es ist eigentlich egal. Whee! Ach, und die coolen hier, die Mega-Schildkröten mit ihren Fallschirmtorpedos, das ist zu cool. Die sind putzig, ey. Die sind echt putzig irgendwie. So, komm. Ey, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Naja. Ja. Ich finde die sau cool. wie diese Granaten mit diesen kleinen Torpedos, mit den kleinen Fallschirmen da runterfallen. Das ist einfach... Wer auf die Idee gekommen ist, hat sie nicht mehr alle. Okay. Ah! Ich war irgendwie gerade von dem Geräusch minimal... Nein, ein Leben! Geräusch minimal irritiert. Huha! Geh dir weg, ey, jetzt macht ihr nicht so Stress, ihr rosa Knubbeldinger. Die lachen uns auch brutal aus, wenn sie uns treffen, deswegen finde ich das immer total uncool. So, dann steigen wir hier aus. Jo, große Möglichkeiten haben wir jetzt eh nicht mehr. So, natürlich, oh mein Gott, da ist ein kleiner Tower drauf. So, das schaffen wir, alles kein Problem. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Das war hochgepokert. Lass mich darauf. Nein, du Gesicht. Lass mich jetzt da hoch. So. Warum haben wir da? Ich kann zurückschießen, nur so als Info.
Scheiße. Einmal. Oh, shit. Mist. Naja. Ist nicht so dramatisch. Krabbel, krabbel, krabbel. Ah, nein. klar, jetzt tauchen die auch wieder auf. Ah, Manu. Machen wir das mal ein bisschen anders gerade. So, einmal. So. Wunderbar gelöst. Ah, shit. Nein. Ach, Mann. Was? Das steht noch? Ey. Na. Ah. Fail. Lass mich da hoch, bevor es rauskommt. So, und dafür brauchen wir das, was wir beim Boss bekommen. Nein. Doch? Nein? Oder kriegen wir das bei dem... Beim Chamäleon? Nein. Nein, 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 das kriegen wir... Dafür brauchen wir das, was wir hier beim Boss bekommen, genau. Jetzt geh hier weg. Komm, gib mir deine Plattform, du Saugesicht. Immer so minimal eingeschränkt in der Fortbewegung. Du Gesicht! Ja, gib uns Leben, das ist cool. So, und hier wird es schon anspruchsvoller für das kleine Gehirn. Dadurch, dass sie in mehrere Richtungen schießen können. Oh mein Gott! Der Schuss ging nicht nach links raus. Oh, und dieses Mistvieh da hinten, das geht mir auf den Sack. Das ist bestimmt Respawn, hä? Huh? Nein, das ist nicht cool. Wow, wie wir jetzt ziemlich wenig Leben haben. Was sagt unser Tank? Unser Tank sagt, ja, noch nicht. So, jetzt habe ich Angst gehabt, dass ich es benutze, wenn ich Start drücke. Naja, kein Problem. Wir sind jetzt beim Kuwanga. Ich habe keine Ahnung, ob das gegen den gut ist, was wir hier so haben. Wir werden es einfach mal draufknallen. Ich kenne nicht alle Schwächen, wie gesagt. Ich weiß, dass man Spark Mantle und so... Boah. Und es kann sein, dass wir bei dem jetzt sterben. Der ist nämlich ein bisschen, ja... Ein bisschen cooler als andere. Ne, wirklich eine Schwäche würde ich das jetzt nicht nennen. Ah, die Torpedos waren seine Schwäche, genau. Die Torpedos. Oh nein, jetzt kommt er mit den Dingern. Geh weg hier. Nein, nein, aua. Du Gesicht, geh weg. Gehst du jetzt weg hier? Nicht cool. Nein, 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 böse, böse. Böse, 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 böse. Ja komm, porte dich. War da nicht. Auch gut, kann ich mit leben. Hua. Alles kein Thema hier. Ich glaube, ich habe den mit dem... Ah! Aus dem zweiten Teil verwechselt. Den finde ich nämlich... Oh! Um einiges schwerer als ihn jetzt, oder? Wohin? Mann! Nö, gehst du weg jetzt? Nein, böse, böse. Ist jetzt gut. Hör auf, dich so viel rumzuspacken. Na! Nur du Furz! Komm schon. Ja, geht doch. Ist jetzt gut. Mann, na, gehst du weg? Ha. Nicht mit uns hier. Ha. Gut. Da haben wir den jetzt auch. Wunderbar. Dann machen wir jetzt das Chamäleon. Ah, ja. Aber erst kriegen wir natürlich den... Boomerang-Cutter. Pew, pew, pew. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, das ging mehrere recht effektiv. Relativ. Ziemlich. Moment. Ich glaube, Boomerang-Cutter ist auch gegen den Oktopus gut, weil er die Tentakel abschneidet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir machen jetzt hier das coole Chamäleon. Das Ding, Chamäleon. Oh, hat er eine Zunge. Ja, go. Lass mich, ich muss schlachten. Wie wir sogar die Blätter hier mitgenommen haben, ja. Wir ziehen alles in Mitleidenschaft. Was? Ach, kleiner Buschmann, das ist ja nicht normal. Ah, Spammer! Diese Spammer immer, ist ja nicht wahr. Ja, gehen wir unten rum. Hm. So. Ein bisschen Leben getankt, wunderbar. Ja. Nein, 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 böse, böse. Ach, scheiße, und ich spring noch rein. Der hat sich bewegt, gib's zu, ich hab's gesehen. So, hier haben wir auch noch einen Special Boss, sag ich mal. Na, den nehmen wir natürlich mit. So. Da wird uns der Ausgang natürlich versperrt, was sonst, ne? Und da haben wir auch schon den Blitzcrank. Oh mein Gott, bist du so dick! Mach Platz hier! So, jetzt grabbt er, okay, gut zu wissen. Und er zieht sich ran, ne? Ja, genau.
Und nur sein... Sein Kopf ist zu verletzen. Okay, okay. Alles kein Thema. Da müssen wir halt immer drauf schießen. Ich glaube, der wird sogar dunkler, wenn man... Je öfter man ihn trifft. Komm schon. Bin mir aber nicht sicher, ob der das wirklich macht. Na, komm. Einfach schön hier drauf... Ach, Mann. Ich liebe diese teilweise unverwundbaren. Wo man immer eine diverse... eine gewisse Stelle treffen muss. Nicht diverse Stellen. Das springt da hin und her. Und zack. Das hat nicht genug getroffen. Mann. Gehst du jetzt weg hier. Komm schon. Du willst doch gar nicht. Du willst doch, dass ich dein Leben beende und dem ganzen Scheiß hier... Scheiße. Und dem ganzen Scheiß hier ein Ende bereite, hä? Du Digger, klopfst du, du Feigling, du. Oh, jetzt fängt er schon an hier da zu dampfen. Da haben wir in Wallungen gebracht. Piu. Och, springt er jetzt kleine Schritte, weil wir so nah dran standen. Schade, der hat nicht mehr getroffen. Na dann, immer schön voll auf den Kopf. Naja, ändert er halt nicht die Farbe, wird er einfach dunkler. Warum nicht, ne? Warte, wird einfach dunkler. Oh, jetzt habe ich aber wieder Scheiße gelabert. Dampft er einfach, so meinte ich das. So, komm. Verdammt, das war knapp. Ja, komm. Der dicke Blitzcrank-Klops hier. Der ist mit den Grabs genauso schlecht wie mein Mitspieler. Nein, Quatsch. Nein. Ich spiele mit dem Best Blitzcrank EU, wenn ich spiele. So. Das war kein Scherz. Außer er ist gerade am Telefonieren, dann kann man's knicken. So. Komm schon, jetzt geht kaputt. By the way, ich empfehle mal Blitzcrank-Darius-Kombo. Saugeil. Einfach geil. Einfach pornös übertrieben. Außer ihr spielt gegen sowas wie Vayne und Lux. So, jetzt reicht's aber. Vayne und Lux? Ich meine Caitlyn und Lux. So, und jetzt? Du Kupsal! This capsule contains a new type of body armor. It will reduce damage to your systems by 50%. Yeah, 50% weniger Schaden, Leute. Ist das nicht pornonös? Ja, komm rein da! Zier dich nicht, Kleiner. Zier dich nicht. Yeah. Da explodieren sogar die Steine voller Ehrfurcht. Lasst mich weiter. Hallo? Endlich. 50% weniger Schaden. Na, das ist doch was, oder? So, hier fallen jetzt ab und zu... Mist, ich dachte, ich wäre schneller. Diese lustigen Steinklöppe runter. Die uns mit Steinen beschmeißen. Ja, wie kleine... okay, da komme ich so nicht durch. Wie die kleinen Mädchen hier. Das ist ja nicht normal. So, da kommt noch einer. Okay, wir sind aufgeladen. Was soll's? Mist. Geben uns immer ein bisschen Energie nur. Naja, da können wir auch drüber springen. Also, so viel zum Thema. Aber warum nicht mitnehmen, ne? Ach komm, drauf geschissen. Ist ja nicht so, als würden wir EP bekommen oder so. Was? Ein Wurm. Okay. Hör auf, die Dinger zu kacken. Mist, Specht. Wer hat sich das wie ausgedacht? Das ist doch bescheuert. Naja. Oh, da war ein Wackelkopf. So, dich machen wir natürlich auch weg. Oh. Da tanken wir natürlich direkt ein bisschen Lebensenergie. Die Köpfe holen wir. Die Köpfe, die Leben holen wir auch mit. So, ja, komm her, so ist es richtig. Hui. Drauf geschissen. Bam. 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 Oh yeah, ich liebe diese Dinger. Hopp. So, einmal mitgenommen. Mist, jetzt hat er uns noch getroffen. Ich weiß gar nicht, wie lange unserer aushält, aber es ist mir egal. Wir schaffen nämlich die Großen auch ohne diesen Anzug. So, zack. Zack. Das ist wieder dieses kleine Roboter-Wrestling hier. Whee, whee, whee. Zack. Leider dürfen wir mit dem Ding nicht zum Boss. Aber naja. Mit dem Boomerang-Cutter wird er jetzt recht easy. Und ihr seht, wir kriegen wieder Muni zurück, ne? Zack, zack, zack. Wenn das nicht trifft, kriegen wir die Muni zurück. Das hat doch Stil, oder? Ja, da sind wir auch schon beim Sting-Chameleon. Interessantes, macht doch Geräusche. Interessantes Kampfdesign, by the way. So, was macht er zuerst? Gesicht! Wie ein Pokémon macht er hier.
Wo will er hin? Ha, hörst auf. Ah, oh, du Schwein. Ich hasse den, der ist so schnell. Yeah, Treffer. Wuhu. Ah, verdammt, Fail. Nein, 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 nein. Ah, das hätte treffen sollen. Ah. Triff. Wuhu. Und ich mach trotzdem so eine Scheiße. Uah. Ah, verdammt. Okay, alles. Ich verkack irgendwie minimal. Egal, er kriegt mehr Schaden als wir. Huhuhu. Wenn ich den normal gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Aber da ist ja kein Challenge, Mann, und gar nichts. Ist ja just for fun. Gaming. Ausnahmsweise mal, sonst bin ich ja vollkommen erzielt. Was können wir jetzt nochmal? Ach ja, diesen Triple Laser Beam und, naja, noch was anderes, wenn wir denn noch ein Upgrade finden werden. Wo findet man das eigentlich nochmal? Kurz mal überlegen. Ups! Scheiße! Das wollte ich nicht. Wo findet man das denn nochmal? War das beim Mandrill? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ah, egal. Wir machen jetzt das Spark Mandrill. So.